Vendetta testet. Vendetta testet. Vendetta testet eure Games. Vendetta testet. Vendetta testet. In 15 Minuten eure Games. Ja, meine lieben Freunde, ein neues Vendetta testet Video. Heute das Spiel Spelunky, oder, ja doch, ich glaube, so wird es ausgesprochen, Spelunky. Ein Wunsch von dem Abonnenten Exelto111, der hatte mir das nach dem letzten Vendetta testet Mario, was dieses Mario Portal Ding war, vorgeschlagen. Und ich habe gesagt, ja, ich gucke mir das mal an, ich finde das interessant. Und das mache ich heute. Ich gucke mir dieses Ding hier für euch an. Ich habe schon gesehen, das gibt es für Xbox Live. Da sieht das natürlich alles ein bisschen schöner aus. Das hier ist die Gratis-Variante. Die könnt ihr bekommen über Ship Online. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie groß das war. Und wir machen mal hier einfach das Tutorial, um euch so ein paar Sachen zu zeigen. Man hat eine Peitsche, man kann schnell laufen. Man kann aber auch normal gehen, das ist aber dann auch schnell. Mich erinnert das Spiel ganz stark an Rick Dangerous, so aus Zeiten vom wie heißt denn das? Aus Zeiten vom... Ah, das kann ich mitnehmen. C64. Oh, scheiße. Das war Fallschaden. Ich wusste gar nicht, dass es geht. So. Den haben wir aber erwischt. So, jetzt pfeifen wir hier mal so was rein. Gucken, das muss ich doch mitnehmen können, oder? Ah, klar geht das. So. Kann sich auch immer schön an den ganzen Seiten festhalten. Ah, das mal hier hin. Obwohl, vielleicht kann ich das ja, wenn ich, hier oben kriege ich gleich... Ach, man muss es einfach nur hochwerfen. Na gut, das muss man ja auch mal wissen. So. Jetzt nehme ich hier mal diese Truhe, werfe die auch hoch und kriege eine Bombe. Die, wie lege ich die nochmal aus? Ah, so. So, damit kann man so aller Minecraft-Art hier alles zerstören. Ich könnte jetzt ja noch mal gucken, ob ich hier mit der Bombe an dieses Gold hier unten komme. Ob es dafür extra Punkte gibt, wenn man... Was ist das? Was bist du? Okay. Ein Item. Ich habe einen Kompass. Alte Scheiße. So, und jetzt schmeißen wir hier noch eine Bombe hin. Das, teste ich jetzt gerade einfach nur mal hier. Ne, hier gibt's nichts. Okay, ich habe einen Kompass. So viel dazu. So, und jetzt gehen wir raus aus dem Tutorial und gehen mal ins richtige Spiel. Ich bin selber ganz gespannt. Was ich jetzt herausgefunden habe, ist ähnlich wie bei The Binding of Isaac. Wenn man in irgendein Level hier kommt, das erstellt sich immer wieder von Neuem. Also, wenn ich jetzt sterben sollte, fange ich wieder von vorne an. Kann ich hier auch runterschieben? Nee. Es erstellt sich immer wieder von neuem. Also bei Binding of Isaac ist es ja so, wenn ihr da drauf geht, dann habt ihr ein komplett neues Spiel vor euch. Und das jedes Mal aufs Neue. Und hier ist das genauso. Also so random, wie heißt denn das? Random Level, keine Ahnung was. Komm her. Schön auch, wie es jetzt splattert. Komm her. Na. Weg ist er. Man hat auch nur da oben diese vier Leben. Man kann in den Leveln immer einen Schatz finden, ganz großen. Wichtig ist es aber, dass man... Ach, da komme ich nicht hoch. Da oben, was mit dem Höhlenmensch los? Da komme ich auch nicht hin. Egal. Wichtig ist, dass man den Levelausgang findet und tiefer in die Höhle hereinkommt. Wie viele Level es da ganz genau gibt, kann ich... Oh, shit. Hä, wie habe ich denn das geschafft? Dass ich von dem Pfeil nicht erwischt wurde. Shit, aber dafür vom blöden Fledermausmann. Oh, komm her. Mit dem Pfeil. Jawohl. Na gut, und hier ist schon das Ende. Da hinten gibt's noch was. Ich versuche das jetzt hier nochmal. Bombe hin. Wow. So, dann komme ich da wenigstens durch. Hier ist auch nochmal Fettgold. Hier ist auch nur Gold. Ach ja, die hier kann ich ja auch kaputt machen. Ne? Da. Ist aber nichts drin. Okay. Gut, das war das erste Level, war jetzt nicht so lukrativ, aber voll okay. Für ein Gratis-Spiel finde ich das großartig. Das erinnert mich halt an diese alten C64-Teile oder auf einer Amiga habe ich, glaube ich, damals Rick Dangerous gespielt. Ich kann es nicht ganz genau sagen. I hear snakes. I hate snakes. Das ist natürlich eine totale Anspielung an Indiana Jones.
So, oh, da vorne ist die Frutte. Die muss man ans Levelende bringen. Dann kriegt man dafür voll die guten Punkte. Aber erstmal wollen wir hier rüber. So, Punkte einsammeln. Weil so eine Frutte immer mitzunehmen, das bringt ja auch nichts. So, und wieder rüber. Mehr Frutte. Ja, auch wenn es so ein bisschen aussieht, als ob es ein Bart hätte, aber das ist eine Frau. So, jetzt habe ich dich, Lady. Ich will da runter. Komm her, Schlampe. So. Okay. Was jetzt? Da unten ist eine blöde Schlange. Uff. Habe ich sie jetzt getötet? Nein. Schlangenhausen. Sie tötet einfach alles und jeden. Ja. Was soll ich mit dem Typen machen? Ich kann ja hier vorne mal eine Bombe hinlegen. Hauptsache die Alte rennt da nicht rein. Alter, der hat mich getötet. Der hat mich getötet, der Urzeitmensch. Das wusste ich nicht, dass das möglich ist. Scheiße. Na gut, okay, jetzt bin ich tot. Jetzt muss ich das hier rüberschieben. Ja, und mehr habe ich auch noch gar nicht über dieses Spiel herausgefunden. Ihr wisst ja, bei Vendetta Tested, ich lasse mich selber auf diesen ganzen Kram erstmal ein, ohne irgendwie großartig Kenntnis von den Spielen zu haben. So, und jetzt seht ihr, hier ist es wieder das neue Level 1. Aber es ist ganz anders. So, weg mit dir. Jetzt ist hier die Frutte. Ah, okay. Was ist das hier? Pfeile. Wuhu. Ich will die Alte natürlich mitnehmen. Ja, muss ich leider auf den Bogen verzichten, aber das ist nicht so schlimm. Weil für die Alte gibt es natürlich mehr Punkte als für so einen blöden Bogen, wenn man den nach Hause bringt. Och, komm. Ach, komm, sei nicht so. Komm her. Wir gehen jetzt hier hoch. Hey. Soll's doch nicht so sein. Ja. Und... ja, weil... da unten geht's weiter. Schlange töten wir jetzt nicht. Ah, da gibt's noch Kohle. Die wird natürlich... eine Pfeilfalle. Die brauchen wir nicht auslösen. Tja, wie geht's jetzt hier weiter? Ist auch nicht ausgelöst. Schwein gehabt. Hallo? Ich will die Lady nehmen. Jetzt geht's. Ach, da hinten ist auch schon das Ziel. Scheiß aufs Gold, Hauptsache ich bringe die Lady da rein. So. Dann habe ich die Lady gerettet und sie sagt, my hero. So. Wir gucken weiter. Nächstes Level. An und für sich muss ich wirklich sagen, mir gefällt das unheimlich gut vom Look. Auch vom Schwierigkeitsgrad. Der Excelto 111 hat geschrieben, es ist fair. Das kann ich bis jetzt bestätigen. Ich habe aber halt auch erst 3 Runden oder so gespielt, nur um zu gucken, ob das mit dem Controller alles gut klappt hier im Gamepad. Und natürlich, um mir einen Eindruck zu machen über das Spiel, ob das überhaupt was für mich wäre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jo, ist es. Das ist genauso mein Ding. Es sieht süß aus, es ist... oh Gott. Bam, in der Luft, ey, Headshot. So, und hier vorne ist... Welcome to Earl's Bomb Shop. Was kosten denn die Sachen? Woran kann ich denn sehen, was kostet hier? Back of 3 Bombs, 2500. Ne, das will ich nicht. Was haben wir hier? Bombpaste für 3000. Brauche ich auch nicht. Es ist natürlich echt ungünstig, hier unten im Bergwerk, ne, so einen Shop zu machen. Ich meine, wie viele Kunden kommen denn da
mal so netto gesehen vorbei. Das ist doch... So, tot. Das ist doch das totale Blödsinn. Hier kommt doch kaum jemand vorbei, um einzukaufen. Der sollte sich lieber eine andere Existenzgrundlage suchen, anstatt hier unten im Bergwerk irgendwas zu verkaufen. Das ist ja Blödsinn. Oh, ich habe einen Schlüssel. Kann ich aber auch nicht viel mit anfangen. Ich kann ich sie dem Typen da vom Bombshop geben? Puh. So, hier schon das Türchen, aber da vorne geht's... Oh, guck mal, da geht's weiter. Wäre ja Blödsinn, jetzt aufzuhören. Schön finde ich auch diese Animation. Oh nein, ich habe ein Leben verloren. Komm, steh auf, Junge, steh auf. Nein, habe ich nicht. So, da ist der Schlüssel. Nochmal, von vorne. Ich überlege gerade, ob es Sinn machen würde, hier eine Bombe hinzulegen. Das können wir ja mal testen. Damit ich oben besser reinkomme. Das war nicht klug. Ach, fuck. Ach, fuck. Dann machen wir es anders. Ja. Ich nehme... Jetzt habe ich keinen Fall Schaden gehabt. Ich nehme einfach die Alte mit. Dann habe ich wenigstens die Frau gerettet. Das ist das Wichtigste. Komm her, Frau. So, Frau ist drin. Let's get out of here. Okay, let's get out of here. Den nehme ich auch noch mit. Ah, my hero. Ich habe einen Schlüssel. Oh, gib mir einen Kuss auf den Schlüssel, Baby. Ach, ich kann den Schlüssel mitnehmen. Das ist natürlich auch cool. Vielleicht bringt's ja was. Oh, das ist natürlich schlecht jetzt hier. Ach, jetzt habe ich meinen Enterhaken verballert. Oh, was ist denn hier? Hier passiert gar nichts. Okay, ist ausgelöst. Hier ist auch nichts. Okay, vielleicht kann man da irgendwas draufstellen später. Ich habe keine Ahnung. So, da warten wir natürlich, bis die Schlange da unten ist. Dann kriegt die schön was auf den Kopf. Na, dann halt so. Noch nicht weiterschieben. Stage Fatality. Psch. Damit hat sie nicht gerechnet, die blöde Pute. Boah. Knappes Ding. Oh, wie ich diese Dings hier hasse. Diese Stacheln. Weil wenn du da reinspringst, bist du instant tot. Geht gar nichts. Da oben ist die Lady. Wie komme ich denn da hoch? Ach, scheiß auf die Lady. Sex hattest du jetzt genug. Was ist das hier? Ein Schädel. Naja. Haben wir auch nicht? Ah, hier. Rubine. So. Da unten gibt es wieder eine Kiste. Ich sollte den Schlüssel vielleicht trotzdem mitnehmen, für den Fall, dass ich wieder an eine Kiste komme. Ich könnte natürlich auch versuchen... Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Das Wichtigste ist hier das Überleben. Möglichst weit zu kommen. Und jetzt habe ich auch einen Kompass. Was zeigt mir jetzt der Kompass an? Welche Richtung ich muss. Total gut, dass man mit dem Schlüssel alle Leute killen kann, aus Entfernung. So, hier ist wieder der Eingang. Aber es gibt noch ein paar Gelder, die man mitnehmen kann. Natürlich ist immer die Frage, lieber Safety first. Oh, okay. Oder lieber nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen. Da ist ja nichts, also hau ich ab. Das reicht. Das war schon gefährlich genug. So, und rein. Ja, keine Frau gerettet, kein gar nichts. So, und da ich das weiter testen möchte, mache ich hier raus einen Zweiteiler. Das heißt, ich mache jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder. Also haut rein und bis dann. Ciao, ciao.